Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute geht es um die Powerbank und in diesem Fall die Powerbank als Energiespeicher. Dieses ist der erste Teil. Es werden noch zwei weitere Teile folgen. Wir werden in diesem Teil uns mit dem Akku befassen, genauer gesagt mit den Akkus, die in einer Powerbank verbaut sind. Danach das Innenleben einer Powerbank, die Ladeelektronik einer Powerbank. Danach betrachten wir noch das Laden und Entladen einer Powerbank. Nun kommt der Aufbau. Es gibt zwei hauptsächlich verwendete Akkutypen. Diese wären der Lithium-Polymer-Akku. Er wird oft in sehr preisgünstige Powerbanks und Konsumerartikel verwendet. Ihr seht auch oben links sein Lipo-Akku. Er wird auch oft in Smartphones verwendet. Er ist deshalb so beliebt, weil man ihn unheimlich einfach herstellen kann. Und somit ist auch für die Replika oder die Billigländer interessant, solche Akkus einfach nachzubauen. Der Lithium-Ionen-Akku habe ich unten links euch gezeigt. Sie wäre hauptsächlich in höherwertige Powerbanks verwendet, diese Akkus. Zumal sie jetzt, ihr seht es in der Zeichnung unter rechts, schon eine Lade- und Entladeelektronik beinhalten, vor allem die besseren davon, wodurch der Akku schon sehr gut geschützt ist. Nun kommt noch eine schlechte Nachricht. Ca. 80-90% der am Markt angebotenen Akkus für Powerbanks und auch Konsumartikel sind leider kurzlebige Chinazellen. Deren Kapazitätsangaben sind oft Fantasiezahlen. Man druckt es einfach drauf. Im Endeffekt können sie das nicht leisten. Billige Zellen haben eventuell auch keine Schutzschaltung, wie ich da unten jetzt euch gezeigt habe, die den Akku auch gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefenladung schütze. Man merkt es auch bei Replika, wenn man die Akku wiegt, dass sie ein unterschiedliches Gewicht haben, weil im Inneren teilweise Luft verbaut ist. Nun sehen wir das Innenleben. Das Innenleben beinhaltet eine oder mehrere Akkuzellen. Oben seht ihr, dass drei Zellen vorhanden sind und es eine Zelle. Bei mehreren Akkuzellen wird bei höherwertigen Powerbanks zusätzlich eine Balancerschaltung eingebaut. Die Balancerschaltung hat die Aufgabe, die Akkuzelle gleichmäßig zu laden. Ihr seht hier, Akku 1 hat 70%, Akku 2 hat 80% und Akku 3 hat 50%. Wenn wir jetzt die Gesamtkapazität betrachten würden, wäre die Kapazität recht gering ausfallen. Durch die Balancerschaltung wäre die Zelle wieder gleichmäßig aufgefüllt und die Powerbank hat danach ihre 100%, was sie euch zur Verfügung stellen kann. Als Elektronik gibt es als erstes den Aufwärtswandler, den Step-Up-Converter. Er erhöht die Akkuspannung von 3,6 auf 5 Volt. Das wäre dann die Ausgangsspannung. Der Abwärtswandler, der Step-Down-Converter, der verringert die Spannung, in dem Fall die Ladespannung, von 5 Volt auf die 3,6 bis 4,2. Das wäre die Akkuladespannung. Eventuell haben manche dann noch eine Ladezustandsanzeige verbaut, bei manchen auch noch eine Taschenlampe. Nun sehen wir hier die Ladeelektronik. Oben seht ihr sogar eine mit zwei USB-Buchsen schon mit drauf, oder große USB-A-Buchse. In der Mitte wäre die Ladebuchse mit einer kleinen Taschenlampe. Unter wäre die reine Elektronik,
wo intern verbaut wird. Die obere sitzt meistens am Rand und die Anschlüsse schauen durchs Gehäuse raus. Die Schaltungen haben die Aufgabe, die Lade- und die Entladespannung zu messen. Sie messen auch die Temperatur der Akkus oder der Umgebung. Denn bei tiefer Temperatur lässt sich eine Powerbank oder ein Akku schlecht laden. Somit regelt es den Ladestrom und Entladestrom, um den Akku zu schützen. Es schaltet auch die Entladung ab und schützt eure Akkuzelle vor Tiefentladung. Es schaltet die Ladung ab und schützt somit den Akku vor Überladung. Und somit, ganz wichtig, es schützt den Akku. Manche haben noch ein zusätzliches Gimmick, zum Beispiel die Ladezustandsanzeige, was bei manchen recht gut ist. Manche haben auch normale LED-Balkanzeige, was aber auch gut funktioniert. Die Elektronik und somit auch die Wandler haben einen bestimmten Wirkungsgrad, der beträgt so etwa 89-95%. Kommt je auf die Qualität und Güte der verwendeten Bauteile an. Was zu beachten wäre, die Elektronik benötigt selber auch Energie. Wenn ihr zum Beispiel eine Powerbank im Rucksack habt und es drückt ständig ein Gegenstand auf die Ladezustandsanzeige, schaltet sich jedes Mal die LED oder was auch immer verbaut ist an und es wird Energie verbraucht. Somit entlädt sich auch die Powerbank durch solche kleine Sachen. Ganz wichtig, der Kurzschlussschutz. Also es schützt den Akku bei einem Kurzschluss, es schützt auch die Elektronik selber vor einem Kurzschluss und schaltet beim Kurzschluss einfach die Energie ab. Ob das nun beim Entladen oder Lade der Powerbank ist, es setzt beides mal ein oder sollte einsetzen. Und nun sind wir beim Laden und Entladen. Die Ladung erfolgt über die EU-Kennlinie, die zeige ich euch später nochmal. Die Ladeschlussspannung beträgt 4,2 Volt. Viele Hersteller laden nicht über 4,1 Volt, weil sie möglichst viel von der Batterie rausholen möchte, die Garantie möglichst lang euch geben wolle und den Akku somit nicht gefährden wollen. Denn eine Ladeschlussspannung über 4,2 Volt wird der Akku beschädigt, und zwar irreversibel beschädigt, und vermindert somit die Lebensdauer. Entladespannung darf minimal 2,5 Volt betragen. Alles was drunter geht, vermindert auch die Lebensdauer des Akkus. Bei Entladespannungen unter 1,5 Volt besteht dann bei einer erneuten Ladung erhöhte Brandgefahr. Dieses werden wir später auch noch betrachten, aber ihr müsst es wissen. In der Praxis wird der Akku meistens auf 5-10% der Kapazität entladen und auf maximal 95-98% geladen. Das macht man deshalb, um möglichst viel aus dem Akku rauszuholen und seine Lebensdauer möglichst lang zu halten. Die Selbstentladung von solchen Lithium-Batterien beträgt ca. 1-2% pro Monat, wichtig bei 20 Grad Celsius. Wird die Temperatur höher, steigt auch die Selbstentladung. Der Temperaturbereich vom Lithium-Polymer-Akku ist bei 0 Grad bis plus 60 Grad. Alles was drüber geht, hat man auch wieder Kapazitätsverlust und kürzt die Lebensdauer. Beim Lithium-Ionen-Akku, der ist schon ein bisschen toleranter, der geht bis minus 20 und plus 60 Grad. Auch wichtig, nicht unterschreiten und überschreiten, denn sonst gibt es wieder Kapazitätsverlust und kürzt die Lebensdauer. Wenn ihr besonders tiefe Temperatur braucht, gibt es sogar spezielle Lithium-Ionen-Zelle. Ich kenne nur eine von Nightcore, die geht bis minus 45 Grad.
Bei tiefer Temperatur muss natürlich der Akkustrom angepasst sein. Also wenn so ein Akku ziemlich kalt ist, dann kann er nicht mehr so viel Strom aufnehmen, weil die innere Chemie langsamer funktioniert. Und er kann auch nicht mehr so hohe Ströme zur Verfügung stellen, gerade wegen der internen Chemie. Und nun sind wir schon beim Laden. Das versuche ich jetzt euch mal zu erklären. Die Ladung erfolgt wieder über die EU-Kennlinie, was vorher schon mal erwähnt war. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass der Ladestrom ein C ist. C ist die Kapazität. Also wenn euer Akku 2 Amperestunde hat, dann wäre der Ladestrom 2 Ampere. Man sagt auch, das ist der stündliche Ladestrom. Erst wird der Akku mit einem konstanten Strom geladen und dann mit einer konstanten Spannung. Hier wäre der Konstantstrom und beim Erreichen von der Ladeschlussspannung geht es in eine konstante Spannung über. Und dadurch fällt der Strom langsam ab. Wie erwähnt, die Ladeschlussspannung wäre hier oben mit 4,2 Volt. Und wie ihr auch seht, wir schauen uns mal runter, bei ca. 0,65 Stunden hat der Akku seine 83% seiner Kapazität schon erreicht. Bis 100%, das wäre dahinter, dauert es dann weitere 2,35 Stunden. Dabei fällt der Ladestrom, wie ihr seht, am Anfang ziemlich stark ab und dann zum Schluss immer langsamer. Und er geht dann immer mehr Richtung 0. Ganz wichtig, das Laden sollte immer unter Aufsicht erfolgen. Ich weiß, es ist schwierig, was immer neben seinem Handy oder Powerbank zu sitzen, wenn man sie lädt. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, mache ich es persönlich so, ich lege das dann an einen sicheren, nicht brennbaren Bereich. Auch wenn jetzt so ein Akku jetzt hochgehen sollte, kann er nichts anbrennen. So, nun sind wir schon beim Ergebnis. Ihr seht schon an dem Zeichen, die Qualität ist einfach wichtig. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ein alter Spruch, aber der gilt leider immer noch. An billigen Powerbanks hat man durch die meist schlechten Zellen wenig Freude. Das gilt leider auch bei vielen Werbegeschenken, denn da sind oft die ganz billigen Akkus verbaut. Ich hatte auch schon eine mal, die hat ein Jahr gehalten und dann wanderte sie in die Mülltonne. Eine gute Elektronik, wo verbaut ist, gibt euch zusätzlich mehr Leistung, wenn sie einen besseren Wirkungsgrad hat oder ein besseres Lademanagement oder die Balancerschaltung beinhaltet, kann sie euch wesentlich mehr Leistung zur Verfügung stellen als für eine billige. Tiefe Temperaturen mindern die zur Verfügung stehende Kapazität erheblich. Ganz wichtig, jetzt gerade im Winter, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Powerbank oder euer Handy in der Wohnung zu laden, macht es einfach. Bei tiefer Temperatur lieber ein Lithium-Ionen-Akku wählen, also wenn ihr keine andere Möglichkeit habt. Bei längerer Lagerung, also wenn ihr eine Powerbank längere Zeit nicht benutzt, ladet sie einfach auf 50-80% auf. In diesem Bereich altert die Zelle am wenigsten. Die Selbstentladungsrate liegt im Bereich von 1-2%, wie bereits erwähnt, pro Monat bei 20 Grad. Viele sagen sogar auch im Modellbaubereich, wenn sie ihre Akkus längere Zeit über Winter zum Beispiel nicht benutzen,
lege es an einen kühlen Ort, manche sogar auch in den Kühlschrank bei 10 Grad, um die Lebensdauer der Akkuzelle zu erhöhen. Von der Hersteller wird empfohlen, alle 3 bis 4 Monate nachzuprüfen, ob sie geladen werden müssen. Dann einfach mal, wenn ihr Powerbank habt, mit Anzeige aufs Knöpfchen drücken, schauen, was er euch anzeigt. Und wenn noch genug Ladung ist, braucht ihr nichts übernehmen. Die Powerbank und Lithium-Polymer, Lithium-Ionen als Energiespeicher. Dies ist der Teil 2. Wir haben folgende Themen. Was geschieht im Inneren einer Powerbank? Oder genauer gesagt, im Inneren eines Akkus. Was geschieht bei der Tiefentladung bei einer Powerbank oder beim Lithium-Akku? Wie erkenne ich einen Akkuschaden? Und zum Schluss nenne ich euch noch ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Als erstes schauen wir uns den Ladevorgang im Inneren vom Akku an. Wir haben die Kathode, Kathode wäre der Minuspol, und die besteht aus Kupfer, das wäre das Grüne. Die Anode, das wäre der Pluspol, besteht aus Aluminium. Auf die Kathode, also auf das Kupfer, ist das aktive Material aufgebracht, in diesem Fall ist es Graphit. Das wäre das Schwarze. Bei der Anode, also bei dem Aluminium, ist das aktive Material Metalloxid. In den meisten Fällen ist es ein Kobaltoxid. Es gibt allerdings auch Akkus mit einem Nickeloxid, soweit ich weiß. Der Separator ist das in der Mitte. Das ist eine Folie, die trennt die zwei aktive Materialien voneinander. Sie ist meistens so 0,1 mm dick und somit recht dünn. Der Separator lässt aber in dem Fall die Ionen durch. Der Elektrolyt beim Lithium-Polymer-Akku ist ein Polymer. Das hört man schon aus dem Namen raus. Ein Polymer ist nichts anderes wie ein ziemlich zäher Kunststoff. Er ist also nicht flüssig. Der Elektrolyt beim Lithium-Ionen-Akku ist im Gegensatz zum Lithium-Polymer-Akku flüssig, denn er besteht aus einem wasserfreien und brennbaren Lösungsmittel. Der Temperaturbereich von Lithium-Polymer liegt bei 0 Grad bis plus 60 Grad und der Temperaturbereich beim Lithium-Ionen-Akku minus 20 bis plus 60 Grad. Und nun kommen wir schon zur Gefahr bei der Tiefentladung. Wie schon erwähnt, die Anode besteht aus Aluminium, auf dem das aktive Material aufgebracht ist. Das gleiche gilt auch für die Kathode, die aus Kupfer ist. Auf die ist auch das aktive Material aufgebracht. Ist das aktive Material entladen, wirkt dann das Aluminium und Kupfer als galvanisches Element. Galvanische Elemente könnt ihr ja von der normalen Primärzelle, von der Zink-Kohle-Batterie. Das Zink und die Kohle, das galvanische Element. Bei der Zink-Kohle-Batterie löst sich Zink auf und die Kohle bleibt bestehen. Also der Zinkbecher wird zerfressen. Und der gleiche Effekt tritt jetzt bei diesem Fall auch ein. In dem Fall wird das Kupfer aufgelöst. Ab ca. 2 Volt geschieht es, dass die Kupferkathode abgebaut wird. Es lösen sich die Kupferionen heraus und verteilen sich in dem Graphit. Und somit befindet sich das zersetzte Kupfer im Graphit und im Elektrolyt. Und zusätzlich zerstört es dann auch noch den Elektrolyten.
Jetzt wird's interessant. Wird eine solche Tiefentladezelle geladen, kann die zugeführte Energie durch das Fehlen von der Elektrolytflüssigkeit nicht mehr in chemische Energie gespeichert werden. Die Ladeenergie wird in Wärme dann umgesetzt. Was es noch schlimmer ist, das gelöste Kupfer scheidet sich wieder aus zu einem metallischen Kupfer, und zwar in Kupfernadeln, welche das Graphit durchsetzt. Ist aber jetzt seine Kupfernadel in der Nähe vom Separator, können diese Kupfernadeln den Separator durchstechen und einen Kurzschluss herbeiführen. Da die Zelle dann erwärmt wird, zum einen durch die nicht speicherbare elektrische Energie, was die Erwärmung herbeiführt, und eventuell ein Kurzschluss, erwärmt sich die Zelle unheimlich schnell und gerät in einen thermisch instabilen Zustand. Ab ca. 180 Grad geht es dann lawinenartig nach oben. Man sagt auch deswegen, die Zelle geht durch. Und es kommt zu einer unkontrollierbaren exothermen Reaktion. Zur Veranschaulichung noch einmal. Der Elektrolyt wird zersetzt. Es entstehen dabei auch Gase. Deswegen bläht sich so ein Akku auch auf. Soweit ich weiß, ist auch Wasserstoff mit dabei bei den Gasen. Zusätzlich kommt dann irgendwann, aber bestimmte Temperatur, der Sauerstoff noch ins Spiel, denn das Kobaltoxid beinhaltet Sauerstoff. Der freigesetzte Sauerstoff facht dann die ganze Reaktion noch mehr an. Ab einem bestimmten Punkt kommt dann das Lithium ins Spiel. Lithium kennt ihr sicherlich noch von der Schule. Das reagiert mit dem Luftsauerstoff richtig heftig. Und in dem Fall reagiert das Lithium richtig heftig mit dem entstandenen Sauerstoff. Also die Zelle hat ihren eigenen Sauerstoff mit dabei. Und somit geht die Zelle richtig ab. Sie kann brennen und im schlimmsten Fall kann sie explodieren. Wie erkenne ich einen Akkuschaden? Als erstes ist mir ganz wichtig, vor einer Ladung von einer Powerbank oder von einem Akku erstmal optisch auf Fehler zu überprüfen. Hat sie schon einen markanten Schaden, wo man befürchtet, dass die Energiezelle beschädigt ist, heißt es einfach nicht laden. Und wenn das Gehäuse aufgebaut ist, darf natürlich auch nicht geladen werden. Wenn ein Akku, zum Beispiel auch von eurem Handy oder Smartphone, aufgebaut ist, dürft es auch nicht laden. Ganz, ganz wichtig. Hat ein Akku durch einen Sturz eine Deformation, darf er auch nicht mehr geladen werden. Denn es könnte ja sein, dass im Inneren die unterschiedlichen Schichten, welche hier aufgewickelt sind, beschädigt sind und somit schon ein interner Kurzschluss besteht. Sind Ausblühungen an einem Akku erkennbar, darf er auch nicht geladen werden. Ich zeige es einmal, und zwar deswegen habe ich das eine Bild. Hier auf dem Akku sieht man die Ausblühung. Das bedeutet für euch, der Akku verliert sein Elektrolyt. Der Elektrolyt tritt aus dem Akku meistens oben an einem Ventil aus und trocknet dann aus oder reagiert mit der Luft und es entsteht dann so eine Oxidschicht. Die Rundzelle habe oben ein Ventil, weil die Rundzelle ja keinen hohen Druck aushalte oder die Gefahr laufe, richtig zu explodieren durch den Druck, habe ich ein Ventil drin, wo den inneren Druck dann ablässt rechtzeitig. Erhitzt sich ein Akku unerwartet stark durch die Ladung? Es hat auch ein Handy schon gegeben, wo dann bei der Ladung unheimlich heiß wurde. Da hat schon der Hersteller gesagt, sofort abbrechen,
und das Handy zurückschicke. Ihr wisst auch, welcher Hersteller das war. Denn das sagt euch aus, dass ein sonstiger chemischer Prozess im Akku stattfindet. Und ab bestimmter Punkt, wie schon vorher erwähnt, kann sich dann der Akku entzünden. Das Laden sollte natürlich immer unter Aufsicht erfolgen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber gerade bei Akkus, die eine besonders hohe Kapazität haben, ist es trotzdem wichtig. Es gibt mittlerweile auch Ladegeräte, die die Temperatur überwachen und somit euch rechtzeitig Bescheid geben, wenn irgendwas Unerwartetes eintritt. Natürlich schaltet diese Ladegeräte dann die Ladung auch sofort ab. Als kleiner Tipp, wenn ihr mal die Ladung nicht überwachen könnt, legt das zu ladende Gerät einfach in einen Topf, wo nicht brennbar ist, Deckel drauf, dann habt ihr wirklich etwas Sicherheit, dass wenn was passiert, nicht gleich die ganze Wohnung brennt. Natürlich ist das kein hundertprozentiger Schutz. Gegen eine Explosion kann auch selbst so ein Topf nicht hundertprozentig schützen. So, nun kommen wir zu dem Fazit. Gute Behandlung zahlt sich aus. Akkus halten am längsten bei normalen Temperaturen. Also niemals euer Smartphone im Auto bei extrem tiefer Temperaturen lassen. Denn das kann einen Akku vorschädigen. Oder bei extrem hoher Temperaturen. Im Auto kann es 80 Grad erreichen. Und bei den 80 Grad kann ein Akku auch vorgeschädigt werden. Harte Stürze können auch einen Akku schädigen. Es gab mal einen Zimmermann mit einem Lithium-Akkuschrauber, dem ist der Akku runtergefallen. Später hat er ihn geladen und der Akku ist explodiert. Kommt selten vor, aber es kommt vor. Tiefe Temperaturen bei der Ladung und Entladung vermeiden. Gerade die Schnellladegeräte funktionieren bei extrem tiefer Temperatur nicht mehr. Und so ist auch beim Entladen, so ein Lithium-Akkuschrauber funktioniert bei extrem tiefer Temperatur auch nicht mehr gut. Die Temperaturüberwachung bei der Ladung ist ganz wichtig. Heutzutage übernehmen zum Teil die Ladegeräte das auch. Aber wenn ihr selber in der Nähe seid, berührt einfach hin und wieder den Akku, dann seht ihr, wie warm der wird. Und mit der Zeit habt ihr ein Gefühl dafür, ob das die normale Wärme ist. Die meisten Brände werden durch eine Tiefentladung ausgelöst. Also wenn ihr euren Akku niemals tief entladet, dann habt ihr schon die größte Gefahr vermieden. Daher bei Akkus, die länger liegen oder eine Powerbank, die nicht länger liegen, alle 3 bis 4 Monate auf die Ladung kontrolliere und dann eventuell einfach nachlade. Bei einem Lithium-Akkubrand niemals mit Wasser löschen, wie ihr vorher schon gehört habt. Das Lithium reagiert mit Wasser ziemlich heftig. Alte Akkus besonders kontrolliere, denn je älter eine Akkuzelle ist, desto mehr ist schon der innere Zerfall fortgeschritten und desto höher ist die Gefahr, dass so ein Akku mal ausfällt oder vielleicht auch das Brennen anfängt. Als nächstes heißt es Replikate vermeiden, denn die Replikate sind besonders gefährlich. Zum einen haben manche Zellen gar keinen Kurzschlussschutz in der Zelle und zum anderen sind die Materialien, was die beinhalten, minderwertig. Und somit sind diese Akkus etwas gefährlicher. Markenprodukte wurden auf Herz und Niere geprüft. Replikate sind dafür ausgelegt, in große Stückzahl und recht günstig verkauft zu werden. Da wurde keine großen Tests mitgemacht. Ich weiß, Replikate zu entdecken ist sehr schwierig.
Da kann ich nur sagen, schaut im Internet nach. Da gibt es einige Seiten, die euch das beschreiben. Ich persönlich weiß zum Beispiel bei Samsung Replikate, bei einem Samsung Schriftzug ist an dem S die Schräge in einem anderen Winkel gedruckt. Und somit erkennt ihr das Replikat. Und so gibt es noch viele Kennzeichen von Akkus, die gefälscht wurden. Allerdings müsst ihr schon wissen, auf was ihr achten müsst. Daher sichere Lieferanten wählen. Ein sicherer, zertifizierter Lieferant wird euch niemals billige Ware liefern. Dafür ist sein Ruf einfach zu schade. Die Powerbank hält nicht so lange wie erwartet. Dies ist der dritte Teil von der Powerbank-Serie. Wir werden Folgendes behandeln. Zum einen die Berechnung des Energiegehaltes der Powerbank, die Berechnung der Ladung des Smartphones, das Ergebnis und Tipps kommen dann zum Schluss. Als erstes der Energiegehalt. Wir nehmen den oberen Akku jetzt mal an. Da stehen jetzt 15 Wattstunden drauf. Die 15 Wattstunden rechnen wir in Milliwattstunde um. Das wären dann 15.000. Milli steht ja für 1000. Die Entladung von dem Akku gehen wir mal davon aus auf 5% der Restkapazität und die Ladung auf 95% der Kapazität. Somit stehen uns 90% von den 15.000 Milliwattstunden zur Verfügung. Das wären dann 13.500 Milliwattstunden. Nun wird gewandelt von 3,6 auf 5 Volt mit einem Wirkungsgrad von 93%. Somit bleiben noch 12.555 Milliwattstunden übrig. Durch Verlust und Erwärmung des Akkus bei der Entladung, denn so ein Akku hat ja einen Innenwiderstand und der Innenwiderstand lässt Spannung abfallen und somit auch Wärme. Wir rechnen jetzt mal mit 3%, dann hätten wir noch 12.178 Milliwattstunden. In der Schule haben wir gelernt, Leistung ist gleich Spannung mal Strom und somit ist der Strom gleich Leistung geteilt durch die Spannung. Die Leistung haben wir mit 12.178 Milliwattstunden geteilt durch die 5 Volt. Somit haben wir 2436 Milliampere. Nun laden wir unser Smartphone damit auf. Wie auf der vorigen Seite erwähnt, haben wir 12.178 Milliwattstunden zur Verfügung von der Powerbank. Das wird intern in dem Smartphone von 5 Volt auf die 3,6 bis 4,2 Volt gewandelt. Wir nehmen wieder an 93% Wirkungsgrad. Somit haben wir noch 11.326 Milliwattstunden. Dann kommt noch der Ladeverlust durch die Erwärmung des Akkus und innere Chemie dazu. Hier geht man von etwa 8,5% aus. Somit stehen uns noch 10.363 Milliwattstunden zur Verfügung. Dies wäre der Energiegehalt von einem Akku mit 2879 mAh. Hätten wir jetzt so einen Akku verbaut mit den 2879 mAh, würde es genau für eine Ladung reichen. Hier habe ich die Rechnung immer für euch, wie ich da drauf gekommen bin. Und wie wir jetzt feststellen, sind es jetzt 69% von den 4167, was unsere Powerbank beinhaltet. Somit reicht es für 1,3 Ladungen bei unserem Smartphone. Nun habe ich noch ein bisschen Aufwand betrieben. Ich habe jetzt mal geschaut, wenn wir das Optimum rausholen wollen, also sprich mit einem eine sehr gute Powerbank und auch eine sehr gute Smartphone-Lade-Elektronik und auch Akku. Wir fangen wieder an mit den 15.000 Milliwattstunden. Nun gehen wir voraus, durch das Management, dass auf die 5% Restkapazität entladen wird und auf die 98% Aufladung.
Somit haben wir 93% von den 15.000 mWh. Das wären dann 13.950 mWh. Nun wird wieder gewandelt, diesmal mit einem höheren Wirkungsgrad von 96%. Dann haben wir noch 13.392 mWh. Verlust durch die Erwärmung des Akkus bei der Entladung. Wir nehmen an, es ist ein besser oder höherwertiger Akku verbaut, somit nur 2%. Dann haben wir 13.124 mWh. Wieder unsere Formel. Und somit errechnet sich jetzt aus den 13.124 mWh ein Strom von 2625 mA. Nun laden wir unser Smartphone wieder. Hier von der Powerbank wieder die 13.124 mWh. Wir wandeln wieder auf die Ladespannung des Akkus in das Handy. Diesmal mit einem besseren Wirkungsgrad von 96%. Somit haben wir 12.599 mWh zur Verfügung. Wir nehmen auch an, dass ein besserer Akku verbaut ist, der keine so hohe Verluste hat durch die innere Chemie. In diesem Fall mit 5,5%. Somit haben wir noch 11.906 mWh. Dies wäre jetzt der Energiegehalt von einer 3307 mAh Akkuzelle. Hier nochmal die Berechnung wie bei der vorigen Seite. Nun sind es 79% von denen einmals 4167 mAh, wo auf der Powerbank drauf gestanden ist. Und somit reicht es diesmal für 1,5 Ladungen von unserem Smartphone. Jetzt haben wir schon das Ergebnis. Im ersten Fall wurde aus den 4167 mAh die 2879 mAh. Im zweiten Fall war das schon besser. Da wurde aus den 4167 mAh schon 3307 mAh. Also 10% mehr. Das reichte im ersten Fall für 1,3, im zweiten Fall für 1,5 Smartphone-Ladungen. Somit sind es im ersten Mal 69% und noch 79%. Allerdings in der Praxis rechnet man beim Kauf so circa mit 60%, dann seid ihr nicht enttäuscht. Dann wisst ihr, dass es das ganze Leben der Powerbank auch immer reicht, euer Smartphone richtig zu laden. Und zusätzlich habt ihr vielleicht nicht immer optimale Ladebedingungen, zum Beispiel bei Kälte. Wie schon mal erwähnt, die billigen Powerbanks haben schlechte Zelle und somit hat man auch wenig Freude dran. Also wieder den alten Spruch, achtet auf Qualität. Denn bei einer schlechten Powerbank ist man schnell bei 50% und weniger angelangt. Und es gilt auch für Smartphone. Smartphone mit einem billigen Akku drin, habt ihr nicht lang Freude. Tiefe Temperaturen natürlich immer beachten, besonders beim Lipo. Der Lipo geht ja ganz schnell in die Knie. Also die Möglichkeit habt, euer Gerät in die Tasche zu tun, wo es warm ist, nehmt es einfach in die Tasche. Bei längerer Lagerung, wie ich bereits schon beim vorigen Video erwähnt, die Akkus auf 50-80% laden, dann halten sie am längsten und altern am wenigsten. Selbstentladungsrate erwähne ich auch nochmal, die liegt im Bereich von 1-2% pro Monat bei 20 Grad Celsius. Und somit ist auch empfohlen, alle 3-4 Monate zu kontrollieren und eventuell die Akkus nachzuladen. Das soll es jetzt auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da oder noch besser, abonniert uns. Dann freuen wir uns besonders. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Günni & Friends Outdoor & Survival Team.